Mahlzeit, Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. In dieser Folge werden wir uns darum kümmern, dass wir genug Cash an den Start kriegen, dass wir unser Camp aufrüsten müssen. Wir haben $52 am Start und wir brauchen mega viel, um das richtig bewerkstelligen zu können. Das heißt, in dieser Folge werden wir einen Schatz suchen und ihn auch finden. Und zwar werden wir den Giftpfadschatz angehen. Ich kann euch das kurz mal hier an dieser... So, ich hab's rausgefunden. Meine Güte, ohne Scheiß. Hier. Schatzsucher, Giftpfadschatz. Das ist unsere Aufgabe. Die zweite Karte hat sich zu einem Schlangenhügel in der Nähe des Kamasa River in Ruanoog Ridge geführt. Als du ins Auge der Schlange greifst, findest du die dritte Karte. Also, wir haben die dritte Karte gefunden und haben jetzt den Ursprungsort, beziehungsweise den Ort, wo der Schatz angeblich liegen soll. Jetzt kann das Ganze losgehen. Alles klar, dann wollen wir mal ein bisschen losreiten hier und den Schatz finden. Da soll einiges an Geld zu holen sein und mit dem Geld können wir dann super unser Camp aufmotzen. Ich habe das Revier eines legendären Tieres betreten. Moment mal gerade, was ist das hier? Legendärer Biber oder was? Ja! Lol, wie witzig. So, wir reiten mal hier einfach zu diesem Pool hier hin. Ich weiß nämlich, dass das Ding am Wasserfall sein soll. Und hier haben wir das Gebiet eines legendären Bibers betreten, oder was? Haben wir denn hier irgendwie schon eine Fährte? Nee, ne? Guck mal, Enten gibt's hier auch. So crazy, ey. Ich habe gesehen, das Deko von den Losers das ganze Ding hier mit Maus und Tastatur spielt. Würde ich ehrlich gesagt auch mega gerne machen. Aber dieser AVM-Adapter, oder whatever this is, kostet einfach mal 150 Euro oder 140. Und das ist mir nur ein bisschen zu teuer für so einen kleinen Adapter. Ich weiß, dass ich das im Endeffekt rentieren würde. Oder was heißt rentieren würde? Es würde sich halt bezahlt machen. Ne? Naja, was soll's. Wir kommen einfach damit klar, dass wir hier mit Tastatur spielen. Ohne Tastatur spielen, sondern mit Controller, auch wenn die Bewegungsgeschichte hier ein bisschen schisse ist. So, hier ist ein Wasserfall. Boah, was? Ich habe den Aufenthaltsort eines legendären Fisches gefunden. Deine Karte wurde aktualisiert. Ist ja krass, ein legendärer Fisch. Ich kann doch gar nicht angeln. So. Und hier hinter diesem Wasserfall soll ich jetzt was finden können? Oder was? Da bin ich jetzt ja mal mehr als gespannt. Ja, in der Tat. Ist das geil, oder was? Kann ich hier nicht hoch? Ich kann doch hier, muss doch hier hoch können. Jawohl. Alter Schwede, Freunde. Es ist soweit, ohne Scheiß. Ich hatte hier irgendwo mal eine, ja, da. So eine Lampe, oder was? Alles klar. Hä? Voll die Rats und Stuff. Soll ich mal so ein Ding jagen? Komm, nimm mal wieder die Lampe. Oh, ist ja doch ganz schön hell. Erstmal den Pfeil. Räudige Ratte aufheben, oder was? Ja, so ist doch viel cooler, Mann. Warum? Echt? Ja, jetzt nimmt er sich die Lampe wieder in der Hand. Wow, was geht hier ab? Ohne Scheiß. Hoffentlich kommen hier keine Ahnung, heftigen Sachen, die mich angreifen wollen oder so. Wow, hier scheint es runter zu gehen. Wir gehen mal weiter. Wow, 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 wow. Auf jeden Fall sieht es mega geil aus, oder nicht?
Was ist das jetzt? Wow, shit. Alles klar. Pack die Lampe mal weg. Und das Messer natürlich auch. Ist ja krass. Komm, wir gucken uns mal einfach ein bisschen hier um. Vielleicht finden wir irgendwas. Also klar, habe ich mich informiert darüber, ne? Ich habe mich sonst nicht weiter über Inhalte des Spiels informiert. Ich habe mir sonst keine weiteren Let's Plays angeguckt. Außer, was ist hier denn los? Außer das Let's Play von Deko halt. Ich die Losers allgemein gucke. Alter Schwede, was ist hier? Ist hier ein Loch drin? Sieht so aus, als ob da ein Loch im Stein ist. Ich glaube, wir brauchen doch wieder unsere Lampe. Alter Schwede, wie cool. Das haben sie ja geil gemacht, Mann. Schade, dass ich für die Entdeckung hier keine Trophäe kriege oder sowas. Das sieht echt so aus, als ob da was drinnen liegen könnte. So, mal gucken, mal gucken. Dann gehen wir halt mal wieder zurück. Und gucken, ob wir da irgendwas übersehen haben. Hier ging es ja auch noch runter. Was war das? Habe ich hier eben irgendwie ein... Oh, shit. Das sieht irgendwie übel aus. Great. Ja. Okay. Geht's denn hier weiter? Wow, okay, das ist der kleine Spalt hier. Geht's denn hier weiter auf der anderen Seite? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch! LOL! Hier war doch auch eben irgendwas. Okay. Links. Oder rechts. Oh. Was ist das? Feuerstelle. Bisschen Wasser. Was ist das für ein gelbes Zeug? Sieht aus wie irgendeine Flüssigkeit. Oh, guck mal, hier ist eine Schatulle. Plündern. Ah, mein Mikrofon ist echt... Großer Schmuckbeutel. Yeah. Was haben wir hier? Noch eine Ratte. Wo ging es denn jetzt weiter? Hier? Also ich laufe hier einfach mal lang. Es ist genauso verzwickt wie eben. Aber das Lager war auf jeden Fall schon nicht schlecht, ne? Wow. Was ist hier los? Nichts. Alter, hier geht's nach... Alter, hier geht's nach unten. What the fuck? Ey, ich drücke nichts. Ey, ohne Scheiß, ich habe nichts gedrückt. Pferd, neu. Vorräte, Arznei, Zutaten, Wertgegenstände, Dokumente. Briefe, Schatzkarten. Ja, dahinter müssen wir. Und dann rechts in die Höhle. Der rechte Weg. Karte wieder öffnen. So, wir haben unseren Dings dabei. Dann gehen wir hier rein und wir gehen erstmal, was? Aufheben? Fledermaus? Oh, hier gibt es Fledermäuse. Habe ich auch noch nicht gewusst. Alles klar. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier nicht verrecken. Es ging auf jeden Fall hier rechts runter. So, hier rein geht ihr dann, dann geht ihr hier rechts. Guck. Und jetzt?
Ach ja, hier in der Mitte war ja das Loch. War hier in der Mitte das Loch, richtig. So. Dann sind wir rechts gegangen. Rechts war das Lager. Okay, genau. Und dann war hier diese Schlucht, wo ich eben runtergefallen bin. Hier. Alter, willst du mich verarschen? Soll ich es jetzt nochmal probieren? Warte mal. Ja, da geht's weiter. Oh. Alter, wie soll ich hier wieder zurückkommen? Da komme ich doch niemals hoch. Oh, ne, da gehe ich nicht runter. Ich höre hier Wasser oder so. Oh ja. Wasser. Durchsuchen? Jawohl, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Viermal großer Goldbarren. Mission abgeschlossen. Giftfahrtschatz. Wow. Nice, Alter. Nice, nice, nice. Ich kann mein Lager nur in der Wildnis aufschlagen, okay. Entdecker 5 freigeschaltet. Finde einen Schatz. Ja, Friends. Sieht so aus, als ob wir jetzt echt diesen Schatz gefunden hätten und jede Menge Cash am Start haben, ey. Also jedenfalls 4 Goldbarren. Wie zur Hölle soll ich hier wieder rauskommen? Hä? Oh, ich dachte gerade. Wie schlecht. Kann ich hier einfach hochgehen? Ja, okay, ich kann hier einfach hochgehen. Aber jetzt wird's doch echt kritisch. Kann ich mich da hochziehen? Oh ja, ich kann mich da hochziehen. Was ist hier jetzt los? Ist das der Gang? Und Scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Okay, hier geht es irgendwie einmal nur rum. Ist das der Gang nach draußen? Sieht so aus, oder? Ja, guck, das ist doch schon dieses Loch gewesen. Nice. Also, wenn ich jetzt hier... Jawohl, Alter. Ja, Friends, ihr habt es gesehen. Das war jetzt tatsächlich der konkrete und direkte Weg zum Schatz. Und wir haben 4 Goldbarren am Start. Jetzt weiß ich nur nicht, was ich damit machen muss. Ich muss die wahrscheinlich irgendwie verticken. Warum gibt es denn hier Fledermäuse? Jo, so. Das hätten wir schon mal. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir irgendwie in die Stadt oder so. Oder reiten in die Stadt. Und dann verticken wir das. Wo kann man die verticken? Ja, Freunde, ich würde sagen, hier kurzer Cut. Wir sehen uns gleich in der Stadt. Seamus, was ich dich fragen wollte. So old Bob Crawford was livid about his coach getting robbed. I was very sympathetic. You are. Oh, you got something for me? So, wir können hier was verkaufen. Alles klar. Verkaufen. Neu. Wo ist denn hier? Okay, Rabenfedern, Fledermauskadaver. Also die Goldbarren. Das muss ein Heirloom sein. Ach, hier, unten. Alle verkaufen für 2000. Ja, Mann. Bam. Schön was verkauft, Alter. 2166 Dollar, Babies. Geile Geschichte. So, Friends. Und jetzt würde ich sagen, reisen wir mal ganz schnell nach Hause. Ab zurück in unsere... zu unserem Lager.
Und dann werden wir da erstmal Eingaufe, ne? So, auch die Fahrt, Reise, den Ritt überspringe ich. Und wir sehen uns gleich. Pferdchen anbinden. Lagerkasse 9,13 Dollar. Das wird sich jetzt gleich definitiv ändern. So, darauf haben wir lange gewartet, ey. Ohne Scheiß. Alles klar. Even Micah washes the blood off, Morgan. Bitte? Oh, ich habe vom Dings, vom Tiere heute anscheinend etwas blutige Finger. Aber das macht nichts. Okay. Was ist? Mr. Morgan. Ja. Yes, Miss Grimshaw. One of the girls saw that friend of yours, Mary Gillis, sniffing about. How you doing? Mary? Yes. I never liked that woman, Mr. Morgan. Funny business. Mhm. Okay, schön. Das ist ja alles ganz toll. Wir gucken ins Kontrollbuch. Wir gucken ins Kontrollbuch. So. Good morning, Arthur. Moin, grüß dich. So, dann wollen wir hier erstmal anfangen, ne? Etwas mit Schuss kaufen. Manchmal denke ich, was hat er gerade gestanden? Die Menge und Qualität der beim Arzneiwagen verfügbaren Tunika hat sich erhöht. So, hier, dann haben wir hier nochmal das gute Zeug. 75 Dollar, starke Arzneien und Tunikas. Bam, und das Ding hat sich verbessert. Ich habe es richtig gesehen. Wird der Lagerbestand niedrig, kannst du die Vorräte gegen Bezahlung wieder auffüllen. So, dann gehen wir rüber zu den Vorräten. Richtige Abwechslung. 45 Dollar ins Minus, bitte. So. Qualität der Speisewagen und Nahrungsmittel. Bla, bla. Und was kommt als nächstes? Ich bin gespannt. 110, jetzt wird spaßig. Brandsätze, Hochgeschwindigkeits- und Repetiermunition. 110 Dollar. Ja, das Geld war auf jeden Fall derbe notwendig, ne? Möchte ich mal behaupten. Wir haben hier in einem Rutsch quasi das ganze Teil aufgefüllt. Der nächste bitte. So, wir kriegen eine Karte. 1750. Ach, guck, da hängt jetzt eine Karte. Sehr geil. Deine Unterkunft wurde verbessert. Hier stehen jetzt Schnellreisekarte und... Schnellreisekarte! Alle übrigen Zelte im Lager verbessern. Klar, machen wir auch. Alle Unterkünfte im Lager wurden verbessert. Dadurch ist die allgemeine Stimmung im Lager gestiegen. Sehr geil. So, was haben wir hier noch so? Eine Pferdestation... Für 300 Tacken. Du hast die Pferdestation für das Lager gekauft. Ruf dein Hauptpferd ins Lager zurück oder greife schnell auf im Stall untergebrachte Pferde zu. Ein Hühnerstall. Ich habe einen Hühnerstall für das Lager gekauft. Die Qualität von Pearsons Eidentopf hat sich verbessert. Ach, cool. Ja. Geile Geschichte. Damit hätten wir hier alles aufgemotzt. Soweit es geht. Wir können hier natürlich noch auffüllen. So. Arthur, Arthur, Arthur. Alles klar, damit hätten wir das erledigt. Und ich würde sagen, das war es dann auch erstmal hier von dieser Freunde. Meine Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssikowski.